Moin, Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Kingdoms and Castles. Ich bin wieder dabei, sorry, dass es das letzte Mal kein Update gab. Ich habe es leider ein bisschen verpennt aufzunehmen. Meine Schuld, tut mir leid. Und ich würde einfach sagen, wir starten jetzt wieder weiter. Ziel ist es, hier mehr Häuser zu bauen, das Food ein bisschen zu erweitern und hier noch Wasseranbindung zu machen. Aber, Freunde! Ihr habt es gerade vielleicht eben schon gesehen, weil ich das noch eben offen hatte hier. Das Interface hat sich auch ein bisschen verändert. Hier oben ist jetzt Pause schneller und sowas alles. Und es gab ein Update. Es gab ein Update und bei diesem Update gibt es neue Sachen. Ich fange erstmal ganz einfach an. Wir können ja mal durchgucken mit Castle und sowas alles. Hier gibt es erstmal jetzt Wood Castle Block. Also die Türme jetzt aus Holz. Kostet vielleicht ein bisschen weniger als diese... Ne, gut, kostet mehr Holz, aber halt weniger Steine als diese Castle Blocks. Und es gibt jetzt Steinstraßen. Zu denen gibt es hier eine neue Statue, die Queen Barbara. In was auch immer die einem bringt. Und bei Food gibt es nun Noria. Provides water to aqueducts and reservoirs. Transportwasser, hier, ne? Stores water and provide integration must be connected to aqueducts or Noria to work. Ich weiß noch nicht genau, was uns das bringt. Aber wir werden es trotzdem einfach mal bauen. Und hier gibt es halt nichts Neues. Da hat sich immer noch nichts genau verändert. Ich würde aber einfach mal sagen, ich habe eben gerade gesehen, wir haben voll Gold. Deswegen bauen wir einfach noch einen Treasure Room. Den wollten wir hier neben setzen. So. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir probieren mal dieses neue Ding aus. Wie das Ganze funktioniert. Ich würde es einfach mal hier oben ransetzen. Okay. Ah, hier kann man es ransetzen. So, so. Aber wir machen es mal so. So. Das setzen wir da mal hin. Schauen, was uns das bringt. Ich weiß doch gar nicht, kann man die hier... Ah, die kann man hier auch drüber setzen. Das ist cool. Und dann müssen wir halt nur immer daran schön vorbei. Oder wir sitzen einfach über die Straßen. Zudem würde ich auch gerne noch gucken, ob man die normalen Roads einfach jetzt mit Stone Roads... Ja, man kann sie auch einfach erweitern. Das ist cool. Okay. Dann wird Ziel also sein, dass wir hier so ein Wasseraquädukt bauen. Ne? Würde ich es einfach mal behaupten. Wir bauen so ein paar Wasseraquädukte. Vielleicht bauen wir hier auch noch eins hin dann einfach und gehen einmal hier quer rüber. Und hier hinten bauen wir vielleicht noch eins ran. Oder hier. Bietet sich ja auch an. Und dann verbinden wir die einfach mal so ein bisschen. Vielleicht stellen wir hier in der Mitte unser Wasserreservoir hin. Weil hier haben wir ja noch den Platz. Und würden die dann halt einfach mal verbinden. Würde ich mal behaupten, oder? Das wäre doch eine gute Idee. Und dann ziehen wir die so über die Straße lang. Das müssen wir mal schauen. Erstmal bauen wir das eine Teil da, ne? Das ist Ziel. Können wir gucken, ob wir hier schon weiterbauen können. Mit ein paar Mainers. Jawohl. Jawohl, leck. Machen wir. Ich glaube, so lange brauchen wir für das Spiel auch gar nicht mehr. Also, bis ich das erreicht habe, was ich erreichen möchte. Also, so lange werdet ihr mich nicht an der Backe haben. Ich bin aber auch schon überlegen, was ich eventuell dann für ein neues Projekt starte. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, worauf ihr vielleicht Bock habt. Ich hätte vielleicht ein bisschen Bock auf Need for Speed Underground 2. Problem dabei ist nur, dass mein Spiel zwischendurch immer mal abstürzt. Und das wäre halt während der Aufnahme ziemlich kacke. Könnt ihr euch aber, glaube ich, selber denken. Den können wir auch abreißen hier. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, wie kacke das ist, wenn bei OBS einfach ein Spiel die ganze Zeit abstürzt. Das ist dann halt echt ein bisschen schade. Deswegen müssen wir da mal schauen. Das ist aber echt teuer, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Junge, Junge. Können wir denn einfach so ein Teil hier hinbauen? Das ist ja gar nicht so groß. Warum ist denn einfach hier in der Mitte? Oder eine Straße dran? Wir schauen erstmal. Haben wir nicht alle hier Bibliotheken? Werden. Die ja, die auch.
die auch. Na, guck mal. Das hat sich jetzt auch alles geändert. Willis und John. Hi. Wenn du Miss Additional Wilds bekommt. Ah, okay, wie hoch die Feuerwahrscheinlichkeit ist. Fire Risk. Das ist ja cool. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Das ist echt. Das ist nice. No. Das baut noch. Relativ low. Sieht man noch, wer da alles drin wohnt. Okay. Das Interface hat sich hier komplett ein bisschen verändert. Das finde ich ganz cool. Und ich habe etwas festgestellt. Man kann hier bei diesen Festivals so ein Festival starten für 35 Gold. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das mal. Und gucken, was passiert. Das Festival beginnt. Wollen wir dann gleichzeitig... Haben wir noch ein zweites? Nee. Okay. Guck mal, es hat halt riesengroßes Risiko, dass es anfängt zu brennen, ne? Deswegen müssen wir auch mal weitermachen mit ein paar Brunnen oder sowas. Dass wir vielleicht hier noch einfach einen hinstellen. Hier. Und dann... Hier noch einen hin. Sieht das da oben aus? Okay. Nahrung haben wir auch gut. Ist noch alles fein. In der Bibliothek auch irgendwas. 11 von 20 Knowledge Storage. Wages 18 Gold per Year. Knowledge is Happiness. Ah, okay. Was hier? 12 von 20. Dann gehen wir mal 10 Gold rein. Schauen wir, was es bringt. 13 von 20, okay. Was steht hier jetzt bei? Ist nichts. Hm? Okay. Können wir denn diese... Nein, wir können die wirklich nur auf freien Flächen und über die Straßen rüber bauen. Das ist ja... Schade, dass wir jetzt schon so eng zusammengebaut sind, sonst hätte man einfach neben den Straßen mal so ein bisschen Platz lassen können für diese Aquädukte. Also für diese Straßen. Ja, Aquädukte. Aber so wird das dann ein bisschen schwierig. Wie sieht das mit Häusern aus? Nein. Also nur auf den Straßen, okay. Okay, müssen wir halt mal schauen, ne? Wie wir das machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das würde ich noch irgendwie mit einbeziehen. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, wir bauen hier jetzt erstmal voll. Das fehlt hier noch. Da geht keiner, da geht aber einer. So herum und noch einer. So herum. Dann bauen wir ein kleines. So herum. Dann haben wir hier alles voll und dann würde ich sagen, wir machen einfach mal unsere Straßen, grillen wir mal ab zu Steinstraßen oder was. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil Stein haben wir genug. Was kosten die denn? Kosten auch nur 5 Steine, 5 Gold. Ist doch easy. Wenn wir alles fertig gebaut haben, dann machen wir Steine fertig hier. Ich glaube, da laufen die Leute einfach schneller drüber oder so, ne? Love person to travel much faster. Ah, okay. Nice. Dann fangen wir am besten hier hinten einfach damit an. Gehen einfach erstmal bis hier hin. Leute, 351 Betten, das ist gut. Happiness 81, das ist auch nice. Ja, guck, die sind hier alle soweit glücklich. Was fehlt denen? Ach, die werden noch gebaut. Was fehlt denen? Denen fehlt Charcoal. Okay. Vielleicht müssen wir noch mal ein paar mehr Charcoal-Dinger bauen. Holz haben wir auch gut. Gold haben wir auch genug.
Ja, ist aber cool. Dann können wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen mit dem Update beschäftigen. Und uns mal schauen, was das so bringt. Hier kann man dies auch gleich fertig. Wie viele Worker da wohl drin arbeiten? Wir werden sehen. Und dann gucken wir mal weiter. Wie lange es hier noch weitergeht mit den Parts. Wir können hier, damit das auch schöner aussieht, zack, zack, hier noch weitermachen. Ich fände es halt echt schwierig, wenn du das nur über die Straßen baust. Ich hätte dann nämlich gesagt, dass wir hier die Straße lang gehen und uns hier einfach, ne, hier einfach treffen. Dann gehen wir hier rüber und bauen hier dann das Wasserreservoir hin. Ja, und dann treffen wir uns von hier mit dem hier unten. Ja, und da gehen wir dann einfach hier lang und dann hier rüber und dahin. Wenn das denn geht. Das ist halt die nächste Frage. Wenn das halt nicht geht, dann gehen wir von diesem Aquädukt einfach hier rüber, von da daran. Ja, und bei dem anderen gehen wir hier die Straße lang. Oder, ja, gehen wir hier die Straße lang einfach und dann hier so dran. Von der Seite. Oder von der Seite ist dann ja schon, ja. Das müssen wir gucken. Na guck, das sind die Steinstraßen fertig. Aber wir bauen erstmal über Steinstraßen. Das finde ich cool. Machen wir erstmal über Steinstraßen fertig hier. Können unsere Leute viel schneller drauf reisen. Wenn es einfach über Steinstraßen, bis uns der Stein ausgeht. Zack, 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 zack. So, das sollte erstmal reichen. Wie viele Leute sind hier jetzt drin? 055. There's not enough stuff to run. So. Sind nicht voll, okay. Alles gut, verstehe ich. Aber wir müssen erstmal Steinstraßen bauen jetzt. Steinstraßen. Ganz schön viele Straßen zu bauen hier. So wie wir uns schon aufgebaut haben. Ja, Kevin, schön. Du bist nicht der Erste, der es macht. Aber damit du das selber siehst, wann du den Aufnahmecrash gemacht hast, solltest du vielleicht meine Parts gucken. Hahaha, Eigenwerbung, sorry Leute. Alles gut. Hast du mir eine Plage? Eine Plage. Eisen haben wir auch voll viel. So. Baut Steinstraßen, meine Freunde. Wie es aussieht hier, wie die ganzen Leute da langlaufen, ey. Alle wie irgendwie. Oh, Junge, Junge, da sind aber viele krank. Muss ich mal so ein bisschen rangezoomt, dann sieht man das mal wenigstens. Die haben nicht alles einen Totenkopf über ihren Kopf. Weil die krank sind. Wir haben bestimmt noch ein paar von Sternen und sowas. Und die jetzt hier? Good day, Sire. Ja, Spiel neu gestartet. Sire, the peasants think you're an excellent ruler. Congratulations. Dankeschön. Good day, Sire. Ja, schönen guten Tag. Ah, jetzt arbeitet das. Okay, 5 von 5. Mhm. Oder wir testen das erstmal, Freunde. Wir bauen jetzt erstmal ein Reservoir hier hin. Mit einer Steinstraße da dran. So. Und dann bauen wir diese Aquädukte. Bis da dran. Einfach nur mal zu gucken, wie das funktioniert. Junge, wir haben ganz schön schnell mit Steinstraßen hier. Krasser Scheiß. Läuft bei denen, läuft bei denen. So, wie sieht es hier aus mit dem Gebilden? Die sind schon fast fertig. Sehr nice. 370. Und 388 Betten, nice.
Ja, die Happiness ist halt jetzt runtergegangen. Das kann man jetzt auch gut sehen, das ist ganz cool. 85 Virtual Home Happiness. 46, minus 46 Sadness vom Recon Plash Deaths. Ja, da kann man noch nichts gegen tun. Außer, dass wir vielleicht nochmal ein Krankenhaus bauen könnten. Ein zweites. Okay. Enough food to eat, das haben die doch. Genug Essen müssen die haben. Hier sind alle Steinstraßen noch nicht upgradet. Da und da fehlen noch welche. Dann bauen wir erstmal diese Aquädukt-Dinger hier. Vielleicht machen wir hier dann sogar nochmal eine Anbindung hin, dass wir diese Steine mal da weghauen. Ich glaube behaupten. Ach, wir haben keine Tools mehr. Dann Industry Blacksmith. Ah, wir haben einen zweiten Blacksmith hier. Zack. Die Steinstraßen sehen echt cool aus. Das hat echt Stil. Nein, unsere Leute verschwinden. Dann schnell ein Festival. Das ist echt total dämlich, aber okay. Ist cool, dass ich es festgestellt habe. Ich glaube, das macht die Leute einfach nur ein bisschen fröhlicher. Ja, guckt, steigt die Happiness. Ja. Was findest du von diesem Festival? Ah, damit kann man die Happiness also einfach gut steigern. Das ist very nice. Ich wollte auch hier noch irgendwas mit den Brücken machen wegen Stein oder so. Aber gerade haben wir genug. Brauchen wir nicht nichts. Vielleicht machen wir auch erstmal noch eine zweite Eisenmine, obwohl wir 29 Eisen haben. Mehr Charcoal wäre ganz gut. Glaube ich. Da wir setzen hier auch einfach mal noch ein Krankenhaus rein. Machen hier dann diese zwei kleinen Häuser so vorne, dass die Nachbarn haben, zufrieden sind. Oder einfach. Ups. Oder einfach hier mitten rein. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Schauen wir gleich mal. Erstmal gucken wir jetzt dieses Aquädukt-Ding da an. Das funktioniert. Aber echt schön auf den Steinstraßen. Okay, das ist fertig. Da läuft das Wasser durch. Okay. Ich will noch zwei Holz. Ist das fertig? Okay, und was ist, wenn ich jetzt hier noch eins nebenstelle? Das ist nicht damit verbunden. Ah! Oh, das ist aber jetzt... Okay. Diese Reservoirs sind sowas wie Kreuzungen. Okay, wie soll ich das denn machen? Da macht es, glaube ich, doch wirklich mehr Sinn, wenn wir das hier hinstellen. Oder? Aber sondern bei der... Oder hier oben hin halt einfach, ne? Und dann gehen wir hier gerade runter. Ja, dann können wir auch ja keine... Ja. Das ist gar nicht so einfach, das irgendwo hinzusetzen. Vor allem, wenn immer diese... Aber ich kann jetzt auch wirklich keins da so dran stellen, oder? Doch. Ah, geht doch. Okay. Dann. Okay. Dann machen wir das erstmal weg hier. Und dann kann die Straße nämlich auch wieder weg. Und dann gehen wir einfach mal die Straße hier entlang.
Science and Curious have no place to store the stoneworks. Wir brauchen keine Stockpiles. Wir verschwenden jetzt erstmal wieder ganz viel Stein. Steinstraßen! Machen wir hier erstmal alles, achso, das ist keine Straße, machen wir erstmal alles voll. Bevor wir da oben hochgehen. Los, Freunde, baut Steinstraßen, ganz viele. Wie die alle rennen, Alter! So, Steinstraßen, die Siedlung. Kriegt jetzt Baustellen vor der Tür, Leute. Das würde ich auch gerne haben, damit wir mal eine bessere Internetleitung bekommen. Das wäre nice. Ja, also viel weiter mit unserem Plan sind wir jetzt gerade noch nicht gekommen in dem Part hier. Aber wir haben unsere Stadt verschönert und etwas Neues kennengelernt. Nämlich diese Wasseraquädukte. Damit wir vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten werden. Und unsere Stadt mit den Wasseraquädukten. Ja, was heißt verschönern? Das sieht halt kacke aus, wenn das über die Straßen rüberläuft. Aber wir können es gerade nicht anders machen, weil wir jetzt ja gerade erst hiermit angefangen haben. Und das ist halt erst vollenden wollen. Deswegen wir dann halt erst gucken müssen. Und deswegen schauen wir erstmal. Deswegen verschönern wir erstmal unsere Stadt mit Steinstraßen und bauen währenddessen schon mal diesen Aquäduktweg. Und wahrscheinlich werde ich dann einfach hier hinten noch so ein Teil hinbauen und auf der Seite noch so ein Teil und werde dann hier einfach durchgehen. Und dann werde ich mich in der Mitte am Ende mit diesem Reservoir-Ding treffen. Ich stelle es, glaube ich, wirklich am besten sogar hier hin. Dass wenn wir hier keine Kreuzung machen, also die sich nicht kreuzen können, diese Wasseraquädukte, von zwei Seiten kommen können, dass ich dann hier den Stück abreißen kann, von hier dann da dran, mit dem von oben gehe ich von hier da dran und mit dem von unten gehe ich von hier da dran. Genau, das ist eine gute Idee. Das sieht vielleicht sogar schöner aus, das machen wir sogar so, ist doch scheißegal, das Ding hat vier Stellen, wo es ran kann. Aquädukt, demolish. Aquädukt, demolish. Okay, ja, das ist natürlich jetzt kacke, weil das steht irgendwie so mitten auf den Straßen, aber ja, weiß nicht. Kann man nicht anders machen, glaube ich, ne? Blöd. Na egal, ich hätte es gerne neben den Straßen gesetzt, irgendwie. Aber dazu muss man halt sagen, das Teil ist scheiße teuer, aber man hätte es irgendwie mit einplanen können. Das sähe dann halt vielleicht schöner aus, aber ich reiße jetzt bestimmt nicht alles ab, was wir uns hier erarbeitet haben, nur damit ich hier schöne Aquädukte bauen kann. Das könnt ihr voll vergessen, Mann. Definitiv könnt ihr das vergessen. Und Blödsinn machen wir hier nicht. Ich kann aber schon mal einen Teil da in der Mitte hinstellen. Ja, das Reservoir. So. Da stellen wir eins hin. Kommen wir von drei Seiten an. Wir fangen einfach schon mal an, die Norias zu bauen, wa? Upsala, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Meine Schuld. Ach, guck, hier können wir. Doch, können wir. So. Schon mal Steinstraßen ran hier. So, dann machen wir hier doch einfach mal weiter. Ist übrigens Materialien auseinandergenommen hier, aber ist egal. Steinbrücken gibt es leider noch nicht, das wäre bestimmt auch noch cool. Kommt vielleicht auch noch rein, das weiß ich nicht genau. Upsala, falschen Knopf, ey.
falsche Mauszeiger. Meine Schuld. Gehen wir hier mal weiter. Zack, 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 zack. Dann hier hoch. Alles schön mit Steinstraßen voll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, das wird was. Machen wir hier schon mal weiter die Aquädukte. Nicht daneben. Ich bin dran. Nice. Das sieht echt schön aus. Also ich finde die Steinstraßen echt schön. Ja, wir können noch warten, bis die fertig gebaut sind und dann beenden wir den Part einfach für heute. Also heute war erstmal, sorry, dass wir nicht das geschafft haben, was wir eigentlich geplant hatten. Also wir, klar, wir haben ein paar Häuser hier gebaut, es ist jetzt hier wieder ein bisschen viel dichter. Aber wir mussten ja erstmal das Update entdecken. Und da wir das Update jetzt erstmal entdeckt haben, können wir zum nächsten Part darauf steigern, hier noch weiter zu bauen. Ich denke, ich werde hier wirklich ein Krankenhaus hinbauen, einfach mitten rein. Und dann mal schauen. Wassereinbindung hier hinten haben wir gemacht. Hier kommt auch noch so ein, eine Noria hin. Und ja, dann machen wir weiter im nächsten Part mit den Aquädukten, die zu verbinden, die drei. Dann mal schauen, was uns das bringt. Dankeschön, dass ich ein excellent Ruler bin. Sehr nett von euch. Ja, die machen mittlerweile auch beides. Okay, da muss Charcoal hin. Das heißt, wir brauchen auch noch ein paar Charcoal-Teile. Dann machen wir das doch einfach. So. So. Da müssen wir gleich lang. Brauchen wir halt noch ein paar Charcoal-Dinger. Die brauchen wir halt auch immer und ständig. Das ist halt sehr wichtig. So, schauen wir mal. Sind die Straßen alle fertig? Da sind noch ein paar am Bauen. Hier sind die Straßen alle fertig. Hier ist alles finished. Gut, dann warten wir, bis die Straßen dann noch fertig sind. Sind die überhaupt fertig? Ja, genau, die müssen... Nee, warte mal. Aquädukt. Aquädukt. Aber ich will die Steinstraße. Ich glaube, die Steinstraße ist schon fertig. Aber okay. Wir haben 45 Arbeitslose. What the heck? Okay. Dann, machen wir hier noch eine Steinmine hin, eine Eisenmine hin, dass wir mal Eisen bekommen. Das wird dann der nächste Plan. Die könnten eigentlich auch aufhören, Rüstung zu bauen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Wofür denn? 46 Arbeitslose habe ich ja schon lange nicht mehr. Gott, oh Gott, oh Gott, wohin mit den allen? Krasser Shit. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommi. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn. Euer Paddy. Ciao.